Schweden auseinandersetzen kann, was da los ist mit dem Millennium, dann sind sie es. Und was ich jetzt wissen wollte, ist, ob unser Computer 2000-tauglich ist. Ja, was haben Sie für einen Computer? Ich habe einen Espresso 45. No, die sagen, schauen Sie mal, dass Sie Disketten einstecken, über Silvester, dann dürfte nichts schief gehen eigentlich. Über Silvester in Disketten rein und dann... Gehen Sie Disketten rein vielleicht und das voreiligen Huflattich-Dayabank auf 2-3 Tage, dann geben Sie, tun das nicht Tricker lassen, nur antropfen leichten Huflattich-Day und dann schieben das ins Diskettenlaufwerk rein. Mhm. Ihr Frau wird Ihnen sicher behilflich sein. Wie heißt denn Ihre schöne Frau? Meine Frau heißt Theresia. Ja, die Theresia Hüftschütz. Wenn Sie das nicht wissen, wenn Sie das nicht finden, rufen Sie Theresia Hüftschütz in die Küche rein und sagen, Sie brauchen Huflattich-Day. Ich danke Ihnen so schön, Herr Dr. Ausbau. Ich bin mir sicher, wenn ich bei uns auf der Landwirtschaftskammer oder auf der Regionalebene angerufen hätte, da hätte man irgendeiner hochwissenschaftlich was erzählt, wie das geht und was da zu machen ist, und ich hätte es erst nicht verstanden. Naja, Herr Hüftschütz, wenn ich mich da noch einmal ganz kurz einmischen darf, Sie dürfen auch mit den Kolleginnen und Kollegen von der Landwirtschaftskammer, die in den Regionalstellen arbeiten, nicht zu hart ins Gericht gehen. Die kriegen natürlich auch nur ihre Anweisungen aus Wien und müssen das sozusagen dann auf Bundesebene umsetzen. Also ich möchte dir ein bisschen... Wenn Sie es aussprechen, ich wollte es gar nicht mehr aussprechen, aber wenn Sie es aussprechen, Herr Bundesminister, dann muss ich schon sagen, wo ist denn dann die Verantwortlichkeit von Wien? Wo ist denn der Ansprechpartner? Wo ist denn der Zentrum? Das gibt ja in Wien von der Regierung nicht, von der Landwirtschaftskammer auch nicht, und sie sagen ja, es kommt letztlich alles von Wien und vom Bund. Wo sind denn die Ansprechpartner? Wenn man das Fernsehen auftritt, hört man, das ist extrem wichtig, dass man Bewusstsein schafft, ne? dass man die Leute darauf aufmerksam macht, du passt auf, es kennst das und das Problem haben, und gar nichts ist geschehen. Und man hört, vor zwei Tagen haben sie gesagt in der ZIP 3, dass ja in ein paar Wochen wird es einen Beauftragten geben. Ja, das ist ja schon alles zu spät. Ja. Herr Hüftschütz, Sie haben natürlich vollkommen recht und ich stimme Ihnen unbedingt zu bei dem, was Sie hier sagen. Aber seien Sie sich versichert, dass wir wirklich hart und jeden Tag über Gebühr hinaus, also wirklich 15 bis 17 Stunden daran arbeiten, hier auch Kommunikationsmechanismen hier einzurichten, dass wir schneller zu Ihnen kommen können. Und es gibt eben gewisse Dinge, die können wir nur hier in Wien entscheiden, weil Sie auch sozusagen, weil wir hier auch die Infrastruktur haben, nicht? Ja, aber es gibt da kritische Stimmen, die sagen, man hätte das Ganze schon 96 anfangen müssen, wo man jetzt bitte für einen einfachen Menschen wie ich bin. Ja, aber das ist... So da. Jetzt die Regierung bringt vielleicht im September was raus, wo sie das Bewusstsein verändern soll und überhaupt erst aufmerksam machen, da kann was falsch rennen. Und bis die Leute dann sagen, ja gut, jetzt ist mir klar, ich brauche Hilfe. Ich hab das Problem, du ist ja zu spät, bitte, du ist ja der Silvester da. Das hilft uns ja jetzt nichts mehr. Herr Hüftschütz, lassen Sie mich ganz kurz noch was sagen. Wenn Sie natürlich derartig manipuliert werden, möchte ich fast sagen, von den Oppositionsparteien. Und ich glaube, der Herr Dachstuhlausbau wird mir da recht geben, dass wir 96 noch nicht einmal irgendeine Möglichkeit gehabt haben, irgendwas zu sagen, weil 96 war noch nicht einmal das Computerverfassungsgesetz draußen für die Landwirtschaft. Ich bin da sozusagen in einer gewissen Zwickmühle, wenn ich so sagen darf. Ich bin einerseits natürlich voll auf der Seite von meinem Hüftschütz als Landwirt. Andererseits bin ich ja ohne Funktion als Gastgeber da und vertreten Herrn Wotrupa, der ein sehr freundlicher Mensch ist, gegenüber seinen Gästen. Und als Herr Hüftschütz, ich hoffe, Sie verzeihen mir, wenn ich jetzt den Herrn Molterer nicht ins Gesicht einschasseln darf. Naja, das wäre kein Problem, da würde ich mich auch sehr freuen. Es geht nur darum, dass was der Herr Hüftschütz gerade gemeint hat, dass wir 96 schon diese Basisstrukturen schaffen hätten können, dass das ja allein technisch nicht möglich war, weil ja auch Y2K Enforcement damals noch nicht installiert war. Insofern konnten wir damals haben noch nicht einmal irgendeine Melkmaschine damals fertig gehabt, die wir ihnen schicken hätten. Aber der Goldberg-Andi war damals schon besser unterwegs. Ja, muss man sagen. Das muss man sagen, ja, das ist richtig. Im 96er Jahr, das war noch bevor er mit den Drogen angefangen hat, da ist er geflogen wie ein Fegerl. Ja, das ist richtig. Aber auch das spricht natürlich gegen diese Behauptung, dass wir 96 damit schon beginnen hätten können, Herr Hüftschütz, oder?
Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gehört im Fernsehen von einem Spezialisten aus Amerika, was gemeint hat, dass dort die Beauftragten, die Regierungsbeauftragten seit 96 aktiv sind, um das Verständnis und die Sensibilität in der Bevölkerung zu aktivieren. Genauso ist es in der Schweiz geschehen. Und bei uns kriegt man von der Regierung jetzt im Juni zum Herrn, ja, es wird so sein, dass ein Beauftragter kommt, ein Ansprechpartner, und dass wir die Leute aufmerksam machen werden. Ja, wenn ich im November aufmerksam gemacht wäre, so jetzt sollte ich umstellen, und das dauert aber 6 Monate, und in 2 Monaten ist Silvester, dann weiß ich nicht, was ist. Ja. Treffen tut es ja eh uns einfachen Leute. Nicht? Wenn kein Strom ist, keine Wasserversorgung mehr, kein Gas nicht ist, was ist denn da? Ja, wenn die Milchmaschine statt Milch aussetzt, reinjackelt, ja, dann platzen wir die Kühe im Stall, was da für ein Saudreck beieinander wird, und das denkt sich ja gar nicht. Man kennt es, weil es ein anderes Geschäft hat. Aber da muss ich ein bisschen Lanzen brechen für den Herrn Hüftschützer, Bundesminister. Das ist schon so, die einfachen Menschen trifft immer, die mit immer reingeschissen aus Ästen. Es ist ja so, die ganzen, nicht sie persönlich, ich weiß, sie kommen auch aus einfachen Verhältnissen und haben sie auch gehabt, der Bundesminister. Aber es ist schon so, wenn ich sagen darf, dass viele von ihren Kollegen in Wien im Parlament, die haben, im Parlament haben sicher eine eigene Batterie im Kühler. Wenn der Strom ausfällt, es trifft keine Armen im Parlament. Was ist, wenn es Benzin aus ist, sie haben ein zweites Auto. Sie müssen keine 7 Kinder daheim haben, sie haben keine Kuh daheim stehen im Bauernhof. Ja, aber Sie müssen natürlich auch eins bedenken, dass es natürlich auch für das Land und den Fortbestand des Landes sehr wesentlich ist, dass wir mobil bleiben, dass wir natürlich da den Anschluss nicht verlieren, auch gerade wenn es zu diesem Zusammensturz kommen wird, zur Jahrtausendwende. Und bitte noch einmal, Herr Hübschitz, bitte noch einmal, es war 96 nicht möglich, das sind lauter Armenmärchen, die Sie hören. Vielleicht hat es da irgendwelche Präzedenzfälle gegeben, aber kein Land dieser Welt war im Jahre 1996, auch nicht 97, und erst langsam im Jahre 98 hat es sozusagen erste Modelle gegeben, wo das passiert wurde. Kein Land war bereit, irgendwo auf der Welt schon sozusagen nach rauszugehen und direkt vor Ort umzurüsten. Das war nicht möglich, und wir haben jetzt sozusagen das Service vom Landwirtschaftsministerium, dass wir zu Ihnen Techniker schicken, zu Ihnen am Bauernhof, und dass die Ihnen helfen und sozusagen auch mit den Kühen reden und mit den Hühnern und so, dass das alles gut geht. Aber da muss ich Ihnen wirklich sagen, das ist eine Fehlinformation, und das ist eine sehr bewusst eingesetzte Fehlinformation. Ich meine, ich bin froh, wenn ich das höre, dass das eine Fehlinformation ist, aber man ändern tut es, ob es jetzt, das ist eh schon Geschichte. Nicht, ob 96 es gegeben hat oder 97 oder gar erst 98 ist eh wurscht, geschehen ist noch nichts, und sicher, was bleibt, ist in Wien, die Großkopferten werden sich am ehesten richten, weil wenn es irgendwo ein Problem gibt, dann geht es halt zum Finanzminister und holt euch noch ein bisschen Geld und macht euch das und besucht euch das, was braucht. Und da einer kann das halt nicht. Ne? Ich habe jetzt gerade einen Zettel jetzt schon wieder. Von der Regie, wir haben jetzt noch einen zweiten Anruf in der Leitung, der sie auch, und zwar, ich glaube, es ist jemand vom Finanzministerium. Hallo? Guten Abend. Grüß Gott. Magister Schierlich. Grüß Gott, Herr Magister Schierlich. Ich bin Servus, Schierlich. Im Auto gefahren, das war der Minister, und habe das nur gehört, was ich nur betonen möchte, weil ich weiß, dass Ihre Sendung gern vom Volk gehört wird, auch von den einfachen Leuten. Bitte, wer sich in der Bundesverwaltung nur ein wenig auskennt, wird wissen, dass so ein Verhalten, so eine Vorgehensweise, sich Geld einfach beim befreundeten Finanzminister zu holen, dezidiert auszuschließen ist. Das ist in der österreichischen Bundesverwaltung einfach nicht vorgesehen, daher auch nicht möglich. Ja, da kann ich nur zustimmen, und ich wollte mir da nur nicht auf eine detaillierte Diskussion einlassen, weil ich das eigentlich hoffe, dass das Voraussetzung ist, dass die Österreicherinnen und Österreicher das wissen. Ich meine, natürlich, wenn ich Mittagspause habe zum Mittag und ich will mir irgendwo eine Wurstsemmel kaufen oder zum Würstelstand gehe und ein Würstel essen bitte, dann gehe ich natürlich zum Finanzminister fragen, ob man mal schnell einen 20er borgen kann, aber den kriegt der Kleine auch wieder zurück, natürlich, wenn ich beim Bankomaten war. Ne? Genauso ist es beim Immobilien- und Hauskauf. Natürlich, wenn man eine Freundschaft unterhält zum Minister, kann man sich Geld ausborgen, wenn man es wieder zurückgibt. Richtig, und das ist eben der große Unterschied, und da darf man sich wirklich
Ja, das ist halt das Problem. Man bleibt halt gerade in so einer Position nicht von Intrigen und übler Nachrede verschont. Aber jetzt noch einmal, um darauf zurückzukommen, was im Ernstfall ist, wenn alles zusammenbricht. Wir haben ja, noch einmal, wir haben die richtigen Trupps ausgerüstet. Die werden durch ganz Österreich gehen und werden sich die Bauernhöfe anschauen und werden die so ausrüsten, dass da nichts passieren kann. Und das habe ich schon vor ein paar Monaten gesagt, und die ganze Aktion beginnt mit Montag nächster Woche, und dazu stehe ich auch und dafür stehe ich auch, und es wird auch so durchgezogen. Ja, und in dem Sinne hätte ich gesagt, vielleicht, wir haben jetzt eine harte Diskussion gehabt, entspannen wir uns vielleicht bei ein paar Takten Musik, und ich würde sagen, auf mein Kommando, 1, 2, 3, gesufen. Grüß euch gut, alle miteinander. Ich bin's, der Mann für Dachstuhlausbau, und ich heiße alle herzlich willkommen im Namen vom Projekt X beim Projekt X. Bei mir zu Gast im Studio ist der Landwirtschaftsminister Wilhelm Molterer. Guten Abend, grüß Gott. Unser Thema heute ist: Computer, sind die lässig oder nein in Bezug aufs Millennium, Jahrtausendwende in der Landwirtschaft? Wir haben in Sendung, was ist, wenn Sie haben ein Telefon, was er heutzutage eh schon jetzt Arschloch hat, im Zeitalter vom Handy, sage ich, kann man anrufen. Es ist jetzt auch so, dass zum Beispiel in vielen Regionen in der Stadt vor allem Telefonzellen nicht mehr so gepflegt werden und teilweise abgebaut werden. Warum? Die Bevölkerung wird durchdrungen von Handtelefonen, Mobiltelefonen. Es ist nicht mehr so viel notwendig in dem Sinn, dass man jetzt überall in der Ecke telefonisch wen erreichen kann per Telefonzelle, weil eher ein Handy da jeder einstecken hat. Da fragt sich der kleine Mann von der Straße, warum sollte ich von meinem Steuergeld eine Telefonzelle kaufen, eine öffentliche, wo eh jeder ein Handy hat, was für billiger ist, eine Telefonzelle. Ja, der Unterschied ist, man kann mein Handy einreden, wo man will, man braucht nicht mehr Schuling einwerfen. Jetzt frage ich mich, woher rufen Sie gerade an? Sie. Hallo? Ja, mit wem spreche ich gerade? Erwin Schirmbauer. Erwin Schirmbauer. Von wo rufen Sie an? Vom Handy oder von Telefonzellen? Ich ruf an aus meinem Büro. Das haben Sie immer dabei? Das Büro, ich bin noch im Büro. Es ist mitten in der Nacht, trotzdem bin ich noch da. Ja, eine Hane. Weil ich heute einfach eine Feststellung gemacht habe, was mich so herreißt, was mich so hernimmt. Ich bin Ebrechtsdorf Landhaus, also Lagerhaus Ebrechtsdorf. Und wir sind auch zuständig für die künstlichen Befruchtungen. Von was, wenn man fragen darf? Von den künstlichen Befruchtungen, was in der Landwirtschaft ja üblich sind. Es ist ja kaum mehr, dass ein echter Saubär eine Befruchtung vornimmt, weil es ja alles jaukelmäßig schneller geht und effizienter ist. Ne? Ist es jetzt nur bei den Menschen oder bei den Viecher auch? Es ist bei den Viecher in erster Linie. Ach so. Und es ist so, dass ja keine Zeit mehr ist, ne, dass die Sau zum Saubären führst. Da ist schneller, wenn du vom Tierarzt das Serum holst und das eine jaukelst. Und ich habe mir es gerade angeschaut. Ich habe mir es gerade angeschaut, weil mir letztens einer gesagt hat, wie schaut es eigentlich bei euch aus mit den Computern, die Jahrtausendwende. Ja, und jetzt bin ich bestürzt. Jetzt sehe ich, es geht sich nicht mehr aus. Was geht sich nicht mehr aus? Die Umstellung. Wir werden also ein Problem kriegen. Inwiefern? Inwiefern, dass die Computer, ja, das weiß ich nicht genau, was machen, aber dass sonst mit 1.1.2000 spinnert werden. Weil die Umstellung ist nicht drinnen. Wegen die Speicherplätze, was sie gesagt haben. Oh, das jetzt heißt, frage ich, was soll ich machen? Was soll ich mehr machen? Inwiefern sind Sie jetzt, der ganze Betrieb ist betroffen? Der ganze Betrieb ist betroffen. Es wird also ab 1.1.2000 wird, ja, was genau passiert, weiß ja niemand, ne? Kann ja niemand genau sagen. Aber die werden halt anstürzen oder, weiß ich nicht. Aber die Konsequenzen sind natürlich, an die würde ich gar nicht denken. Und Sie können Ihnen jetzt nicht vorstellen, dass Sie, dass man sagt einmal, man lässt die Schweineln und die Kühe miteinander budern ohne Computer. Das ist nicht drin.